Wir gehen jetzt rein, ganz kurz in den Livestream von Mike Chesler über Instagram. Ist das der First Callout oder was ist das? Wo ich einfach auf dem Boden wie ein Kind. Nathan sieht gut aus. Nathan ist gut. Einfach mit Pacos Account. Die Runde gehört Nathan. Aber schau, der ist nicht so hart am Arsch. Ja, sehe ich. Der ist wässrig. Der ist verladen. Siehst du, der ist nicht hart. Sieht man das überhaupt? Ja, aber du musst ein bisschen näher versuchen. Kannst Digga, Erdem, nichts gegen Erdem, aber der soll raus. Judges neben mir. Ich sitze schon neben den Judges. Geh einfach zum Judge-Table, Judge mit. So, jetzt kann man ein bisschen was sehen. Oder mehr geht nicht. Ich bin schon vor den Judges, halb Meter. Guck. Nathan in der Mitte. Wer steht neben Nathan? Ich kann nichts erkennen. Raus. Jawohl, er geht raus. Du dann besser siehst. Jawohl. Okay. So, sieht doch besser aus. Wir machen hier auch richtig abgewichst. Wir machen einfach über Instagram auf Twitch, Junge. Aber jetzt erkennt man wirklich besser. Leider erkennt man es nicht so gut. Aber naja, besser als gar nicht, oder? Aber wenigstens gleich einmal Emir und Justin sehen, wie die Jungs aussehen. Wer steht neben... Der Grüne mit der dicken, also der mit der dicken Hose, mit der grünen Hose. Ist gut, das ist der Kokaini Bella. Okay, die erste Gruppe ist durch. Das sind keine Callouts, Freunde, ne? Das sind nur die Gruppen. Das sind keine Callouts. Hey, William, du solltest meinen Stream klauen, mein Lieber. Nicht meinen Stream klauen, dann haben wir Probleme. Ich bin Pole, Digga, ich klau alles. So, wir haben Justin ganz links. Komm, Emir! So, wo ist Emir? Emir steht direkt neben Justin, kann das sein? Das müsste Justin sein und das ist Emir. Ja, das ist Emir direkt neben Justin. Wie geil ist das bitte? Wir haben den Direktvergleich. Haben wir uns ja auch alle gewünscht. Sehr geil. Emir mit einer brutale Härte, aber die Jungs sind alle gut in Form. Christian Wolski ganz rechts. Sound ist ein bisschen Müll, aber egal. Bauch rein! Ich mache einfach mal den Sound aus, weil das ist ungenießbar. So, mich hört man noch. Man hört mich, ne? Nur den Sound jetzt nicht mehr, weil der Sound ist wirklich Müll. So. Schade, dass die so seitlich steht, weil man erkennt wirklich nicht viel. Aber wenigstens können wir uns gleich direkt reinziehen, wer im First Callout landet. Das wird ja interessant. So, die zweite Gruppe ist durch. Machen wir das Sound an. Das Sound unterbricht halt die ganze Zeit. Ach, jetzt kommen die Individual Presentations. Das wird jetzt dauern. Jeder Athlet kommt rein und wird sich kurz präsentieren. Ein paar Posen raushauen. Und ich denke mal, quer. Oh, Mike, auf gar keinen Fall quer, Digga. Jetzt hast du uns am Arsch. Ja, egal, wir gehen hier raus. Nee, was macht der jetzt?
senkrecht. Lass. Lass senkrecht. Wegen Stream. Und zoom mal rein. Warte, senkrecht ist falsch, ne? So, jetzt zoom mal rein. Wenn der jetzt noch reinzoomt, dann ist alles perfekt. Dann können wir uns das hier wunderschön anschauen, Freunde. Wer ist das? Ich mach Sound aus, hat keinen Sinn. Wer ist das? Fitzwater? Nein, sag grad so aus. Ich dachte schon, Alter. Fitzwater macht doch gar nicht mit. Ist das Daniel Kubik? Schreibt einer. Roman Fritz sieht gut aus. Junge. Ich kann nicht mehr. Hammerhart. Anthony Jail. Der hat keinen Clan drin. Das Problem ist einfach, wenn du so reinzoomst über Instagram Live, habe ich auch schon mal gemacht, dann machst du einen kleinen Rüttler und das ganze Bild wackelt. Ne, das ist Käse. Aber wir bleiben einfach mal hier drinnen. Ich denke mal, es interessiert die Vielzahl der Zuschauer hier. Gucken uns das Ganze an. Schöne Vakuum. Sehr schöne Vakuum. Im Heavyweight finde ich, wenn einer eine Vakuum kann, finde ich immer richtig geil.
Live-Video beendet, steht hier. Wie Live-Video beendet? Man kann auch nichts mehr kommentieren. Scheiße. Mike. Warum? Mist. Ich gehe nochmal auf Mike. Vielleicht ist er wieder live. Mike Chesler ist live, steht hier. Ich drück mal drauf. Doch, er ist wieder da. Er ist wieder. Also wir haben, ich glaube, 13 oder 12 Athleten. Ey. Ganz ehrlich, Quali geht voll klar, man erkennt alles. Manchmal leckt es ein bisschen, das passt schon. Jemand hat gemeldet, der Hund gönnt nicht. Jemand meldet Mike's Stream, Digga. Hoffentlich meldet uns keiner auf Twitch. Justin! Justin ist jetzt da. Mal gucken, wie sieht Justin aus? Wow! Sehr gute Härte. Und sehr geile Qualität vom Stream. Scooter auf der Bühne, schreibt einer. Ey, Spaß beiseite. Justin hat sich, glaube ich, nochmal verbessert vom letzten Wettkampf. Ich bin jetzt auf die Rückseite sehr, sehr gespannt. Weil er hat da letzte Woche, sah der wirklich sehr gut aus. Und es ist sehr schwer in so einer Back-to-Back-Show, wenn man zwei Shows hintereinander hat, den Rebound nicht sehr zu viel. Guck mal, Streifen sind da. Der könnte ein bisschen brachialer in die Pose reingehen, finde ich, weil das ist eine seiner besten Posen, die Doppelbizeps von hinten. Aber guck mal, das Paket ist sehr schön. Sehr gut gepiekt. Condition on point. Gefällt mir gut. Bauch, Beine. Zack. Nochmal eine Mouse Muscle hinterher. Komm schon. Oh, diesmal auch mit Vakuum Justin unterwegs. Nice. Da war die Mouse Muscle. Ja, Freunde, Streamqualität ist immer so eine Sache. Ne? Auf jeden Stream und in Real Life, man sieht immer anders aus. Das ist halt das Ding. Aber Justin, sehr gut verkauft. Ich glaube, jetzt müsste Emir kommen. Und da sind wir, denke ich mal, alle gespannt hier im Chat auf Emir. Da ist er. Emir, wieder sehr schön. Er kommt rein, sehr selbstbewusst. Qualität leidet gerade ein bisschen runter, aber... Also ich finde ganz...
dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnochzweiwochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch zwei Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Du bist doch ein Löwe. So, jetzt können wir schön das Ganze uns hier reinziehen. Fullscreen, gib ihn, zack. Hugo, muchísimas gracias. Unseren Chat machen wir mal hier. Ya sabéis que la mayoría, los pocos que estáis aquí, normalmente... Dankeschön, Heines Palm. La última vez fuimos más de 600 personas. Den mach ich aus, den hören wir uns nicht an. Esta vez no puedo... So. Retransmitir tampoco en, der hat bei der letzten Show keine Top-10-Platzierung gemacht, der Athlet. Der war ganz hinten. Prognose für First Callout. Nathan, Christian Wolski, Emir. Nathan hatte ich schon. Wen hat man noch? Berus. Schwer zu sagen, weil man hat das gerade von der Seite nicht so gut gesehen alles. Ne? Ich weiß auch nicht, wie gut zum Beispiel Wolski in Shape ist. Auf den New York Pro. Da mal Wolski. Ich finde, das ist ein brutaler Athlet mit einem sehr brutalen Quad-Schwung. Einer sehr schönen so eine X-Linie. Aber irgendwie scheint es mir, dass der im Oberkörper leichten Wasserfilm hat. Okay. Back-Ansicht sehr gut. Streif im Glut. Muy bien, muy estético, amplio. Man hört die noch. Achso, sorry. Muy bonito físico. So. Jetzt hört man nur noch mich, oder? Entschuldigung, Freunde. Katastrophe, Alter. Christian Wolski, sehr guter Athlet. Gefällt mir gut. Bei den New York Pro hat er den 2. oder 3. Platz gemacht. In eine Woche darauf in Los Angeles ist er nicht so gut abgeschnitten. Paweł Kowalski aus Polen, wir kennen uns auch privat, ist seine erste Profisaison, sieht man auch, dem fehlt einfach Fleisch. Ist aber kein schlechter Athlet, aber dem fehlt auf jeden Fall noch das ein oder andere Kilo. Ich finde, da wird Justin ihn, denke ich mal, definitiv besiegen heute. Freunde, falls ihr Amazon Prime habt, abonniert einfach hier ganz kurz rein, dann habt ihr auch keine Werbung. Ganz einfach. Ganz locker flockig. Paweł Kowalski, bisschen am Zittern ist der Arme. Wird, glaube ich, von Radek Słodkiewicz vorbereitet, polnische Legende, wenn ich mich nicht irre. Aber seine Form heute gefällt mir tatsächlich nicht. Nicht so gut. Der sieht im Oberkörper aus, als ob er sehr alt wäre, weil der Bauch so zu ist. Ich glaube, der ist ein bisschen überladen. Nee. Irgendwas lief da, glaube ich, verkehrt. Der hat auch die Mittelpartie nicht unter Kontrolle. Er ist sehr jung. Ich glaube, er ist auch 25, 26, irgendwie so. Sah jetzt aber beim Posen sehr alt aus, finde ich. Aber ihr werdet das sehen, wenn ihr auf Instagram bei dem vorbeischaut, da sieht man, dass er noch sehr jung ist. So, es müssten jetzt die Callouts kommen. Ja, wir werden jetzt die First Callouts haben. Ey, der sieht wirklich ein bisschen aus wie Roman Fritz auf den ersten Blick. Also im ersten Callout sehe ich auf jeden Fall Bruce, Nathan, Emir. Der Athlet mit der grünen Hose ist auch sehr stark. Wolski sehe ich auch im ersten. Chat weg. So, wir haben Nathan. Wir haben Anthony. Wir haben Justin im First Callout mit Emir. Wie geil ist das bitte, Freunde? Unglaublich, Alter. Ich habe gerade Gänsehaut. Und Berus. Krass. Und da hat man jetzt auch den Direktvergleich, den wir uns alle gewünscht haben. Justin versus Emir. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das?
Wolski ist nicht im First Callout. Also die gehen hier heute wirklich auf Condition, auf Härte. Ich denke mal, es wird ein Battle gleich gegen Nathan mit Beruse. Doch, wir haben noch Wolski ganz rechts. Das ist die Top 6. Wolski ist ganz rechts, den sieht man hier kaum, weil der Kollege hier seinen Chat hat. Justin, Mittelpartie brutalst unter Kontrolle. Sehr, sehr flach. Das ist nicht Center Stage von Justin. Die sind gerade mal rein. Die werden jetzt einmal hier kurz einmal gleich geswitcht. So, jetzt kommen die Switches. Und Justin wird jetzt mit Nathan getauscht. Genau. Okay, Digga. Nathan sieht neben Bruce brutalst aus. Ja, das ist immer bei Nathan so ein Ding. Man denkt so bei Form-Update-Bildern nicht so krass, aber wenn man den dann auf der Bühne sieht, da sieht man, wie fleischig der ist. Und wenn Nathan heute auch die Quali holt, dann hat Stefan Kienzel noch einen weiteren Athleten bei Mr. Olympia stehen und das ist auf jeden Fall eine brutale Leistung. Mir persönlich gefällt Beruse einfach besser, weil ich finde, Nathan hat so einen langgezogenen, komischen Rumpf. Und die Sidechess gewinnt Tabani ebenfalls. Allein durch den Gluteus von der Seite, Hamstring, finde ich brachialer. Guckt euch bitte diesen Part an hier. Das ist wirklich Next Level. So, von hinten bin ich mal gespannt. Emir, Digga, aber alle in Shape. Alle. Alle sechs Athleten, aber Beruse. Boah, Digga. Emir sehr, sehr stark, auch hier in den Doppelbizeps von hinten. Justin leider brutalst am Schwitzen, dem verläuft schon die Farbe. Digga, ist das spannend. Wenn die das so lassen, dann hat Emir tatsächlich Chance, hier sich den dritten Platz zu sichern. Guck mal bitte, wie hart die Beine von Justin sind. Fast die härtesten. Ich glaube nicht, dass hier noch geswitcht wird, Freunde. Ich glaube, es bleibt so. Der Athlet hier, auch sehr wild. Aber Junge, was hat der für Schultern bitte und Arme? Nathan, genauso, das ist irre. Da sieht man, dass Justin noch ein bisschen Fleisch fehlt. Murtak, schreibt mir bitte bei Instagram. Ich werde dir antworten. Ich habe sehr viele Nachrichten, aber ich werde euch allen antworten, Freunde. Heute und morgen. Wegen der BPC-Geschichte. Front Latspread, also die werden hier wirklich ordentlich verglichen. Pose, Pose, Pose. Front Latspread sieht bei Emi auch wunderschön aus. Nathan macht hier eine geile Show, finde ich. Wolski ist ein bisschen so, er ist ein guter Athlet, ganz rechts, aber ich finde, er präsentiert sich so lustlos, als ob er keinen Bock hätte. Und Justin schwitzt leider zu viel. Das macht ein bisschen den Look kaputt. Guckt euch bitte die Farbe am Rücken an, schade. Egal, der Rücken von Emir finde ich von hinten krasser als bei Nathan, muss ich euch ehrlich sagen. Okay, hier hat Nathan brutalere Lats. Aber Doppelbizeps finde ich Emir stärker als Nathan tatsächlich. Nochmal Favorite Most Muscular. Emir macht wieder eine wunderschöne Show. Stellt sich auch ein bisschen weiter nach vorne. Damit er dann nicht outgeengelt wird. Aber ich denke tatsächlich, wird ein Ding zwischen Nathan und Tabani sein. Tabani auf der 1, Nathan auf der 2, Emi auf der 3. Aber Justin, dass er im First Callout landet, finde ich hier wirklich brutalst. Herzlichen Glückwunsch jetzt schon mal. Die Jungs gehen jetzt von der Bühne. Und wir werden jetzt diesen Livestream hier beenden. Vielen lieben Dank nochmal, dass du mir den zugeschickt hast. Da konnten wir uns das Ganze natürlich hier richtig geil reinziehen.
Ja, Second Callout ist, denke ich mal, für die meisten Zuschauer hier uninteressant, weil wir wollten natürlich den Vergleich sehen zwischen Justin, Emir, wir wollten Nathan sehen, wir wollten Tabani sehen, Beruse. Und ja, es wird wild. Finale ist, denke ich mal, später, wieder in ein paar Stunden. Wobei, es ist Mailand, selbe Zeit wie hier. Aber trotzdem, das war das Prejudging vorhin, nicht vergessen. So, und gleich ist natürlich das Deutschlandspiel, das wollen auch alle gucken. Falls das Finale nach dem Deutschlandspiel stattfindet, versuche ich natürlich wieder live zu kommen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer dreimal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.